Ja, Leute, darf euch herzlich willkommen heißen. In Newcastle, seines Zeichens erster Spielort überhaupt für uns in der Premier League. Das war der erste Spieltag in der Saison. Neu in England waren wir da. Wir kannten uns überhaupt nicht aus. Und jetzt immer wieder da, zumindest beginnt hier die Rückrunde faktisch nicht. Denn das hat sich schon gegen Manchester United, was wir dann, ich würde mal sagen, sehr, sehr souverän dann gewonnen haben, den Umständen entsprechend. Ja, Konzentration mal ausgeben für die Jungs. Das ist das Duell hier, Siebter gegen Zweiter. Ja, wir sind jetzt ein bisschen erfahrener, was die Liga angeht. Die Liga ist wahnsinnig stark, sie ist wahnsinnig eng. So, Fellaini überlegt, ob er den Ball mal hoch nach vorne schlagen soll. Kann der sowas? Ich weiß es gar nicht. Hat er jetzt irgendeine gute Fähigkeit bei langen Pässen? Na, ich würde mal sagen, vor damit. Warum nicht? Also wir sind die Auswärtsmannschaft, also von daher kann nichts schief gehen, ne? Also sieht schon mal nicht schlecht aus. Glanzparade. Also es war nicht verkehrt. Also zumindest war es eine Chance für uns. Ja, leider Gottes steht da hinten ein guter Torwart im Tor. Der Holländer Tim Krul mit einer Stärke von 81. Also ich nehme mal an, das ist ja auf Augenhöhe mit Jan Sommer, was die Torhüter angeht. Ja, da sehen wir es. Jelavic nimmt den Ball mit der Brust an, setzt sich da gegen Mikel San Jose durch. Aber Tim Krul hat keine Probleme. So, die Ecke nach 21 Minuten. Die erste durch den Mann, der heute wieder spielen darf. Gylfi Sigurdsson auf der hängenden Spitze. Aber wieder ist es Mikel San Jose, der hier im Mittelpunkt steht für die Gastgeber. Gelbe Karte Fellaini. Geht er etwas übermotiviert hier in den Zweikampf gegen Kwadwo Asamoah. Ehemals Juventus Turin. Ja, da müssen wir natürlich jetzt hier ein bisschen gucken. 65% ist ein wenig viel. Naja, er muss sich da jetzt zügeln. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Newcastle ist nervös, spielt zu hektisch. Die haben zuletzt ein bisschen geschwächelt. Gegen Liverpool verloren, gegen Arsenal unentschieden. Was heißt die geschwächelt? Das sind natürlich auch Top-Vereine. Aber das ist trotzdem gefährlich. Wir sehen es auch wieder. Pfostentreffer jetzt. Junior Hoylett. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der mal für St. Pauli gespielt. Kann auch sein, dass es ein anderer war. Aber der Name, der sagt mir was. Blackburn Rovers haben wir gesehen, das Trikot. Da hat er dann auch mal gespielt vorher. Wieder eine Chance für uns jetzt. Jawohl, ja, super. Klasse Sache. Matt Ritchie, überhaupt erst mit seinem ersten Tor in der Saison. Ross Barkley legt zum 9. Mal vor. Schöne Kombination, über drei Stationen beim FC Everton. Am Ende passt Ross Barkley auf Matt Ritchie und der Nationalspieler vollendet aus 10 Metern zum 0-1. Nationalspieler? Habe ich was verpasst? Ja, ich sage auf jeden Fall mal super zu den Jungs. Scheinbar habe ich das überhaupt nicht gesehen, dass der da sein erstes Länderspiel wahrscheinlich gemacht hat. Für die englische Nationalmannschaft. Auch nicht schlecht. Coleman gegen Gouvelou. Nochmal eine Möglichkeit. Kurz vor der Halbzeit, 41. Ross Barkley schon wieder. Macht da wirklich gut, der Junge. In der Mitte, obwohl er nur auf einer 4 ist momentan von der Note her. Kann man gar nicht glauben. Legt hier auf Sigurdsson auf. So, Spiel ist zu Ende. Ich würde mal sagen, perfekt gelaufen. Also wir sind in der Halbzeit mit der Führung. Besser, als ich mir das vorgestellt hätte. Weil Newcastle, Tabellen-Siebter, man weiß, dass die Mannschaft kann mit zwei wirklich wahnsinnig gefährlichen Stürmern da vorne unterwegs. Konnte man so nicht annehmen. Halbzeitansprachen. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, unentschieden schaffen wir mindestens. Und das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Ist, glaube ich, eine super Ansprache in dem Moment. Also das setzt jetzt nicht unbedingt einen Sieg voraus, aber dürfte die auch nicht zum Nachlassen einladen. Hoffe ich zumindest. So, Daniel Wass mit einer 5. Warum, frage ich mich. Kritisieren hat keinen Effekt. Das ist schade. Wir loben mal Onoa, das hat er anscheinend gut gemacht. Ritchie auch mit seinem Tor. Mal gucken. Barkley. Kann ich nicht verstehen, wieso er eine 4 hat. Coleman. Ja, dann haben wir eigentlich schon demotiviert. Bei Daniel Wass hat es gar nichts gebracht. Spieler wirken konzentriert, das ist schon mal schön. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel ist. Das ist schon mal gut, wenn mehr Profis am Platz stehen haben. Aber sollte man ja erwarten, ne? In der Premier League auf dem zweiten Platz. Wenn du da stehst, da kommst du nicht mit irgendwelchen Pfeifenrauchern hin. So, und Sigurdsson machen wir auch noch. Die Frische hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten in den letzten Wochen. Es war wieder sehr volles Programm. Auch mit der Nationalmannschaft vor kurzem. Müssen wir einfach mal gucken. Gehen wir auch, glaube ich, dann so in die zweite. Mal gucken, was wir mit Fellaini machen. Wir können das natürlich ein bisschen umstellen. Vielleicht dann wieder mit der doppelten Zentralen. Vielleicht mit Obiang für Fellaini. Mal gucken. Möchte ich jetzt nicht machen. Also wir wollen jetzt nicht Newcastle einladen. Also ein bisschen defensiv müssen wir auf jeden Fall noch stehen. Wir lassen mal alle aufwärmen. Torwart nicht. Der kann sich wieder hinsetzen. Kann wieder die Bank wärmen für die Jungs.
Ja, ich denke mal, Konzentration ist eigentlich das Beste, was wir jetzt sagen können. In der Phase. Newcastle kommt. Kleine Chance. Wieder Quadwo Asamoah, der ist überall. Mit einer Möglichkeit, nachdem er hier Shawcross aussteigen lässt. Guter Einsatz von Jan Sommer. Gott sei Dank. Ja, wir sind jetzt knapp eine Stunde schon her. Und Newcastle kommt wieder. Luke Castaños, den haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Kleinen Tick schneller ist er hier. Spitzelt den Ball vors Tor. Shawcross zur Ecke. Und die kommt jetzt. Mal gucken, was bei rauskommt. Stuart Downing, ehemals Liverpool. Aber Jan Sommer hat ihn. Jetzt schauen wir mal. Ich bin, ehrlich gesagt, wie so ein kleines verbranntes Kind hier unterwegs gerade, weil ich habe mir schon so oft selber ein Ei ans Nest gelegt, wenn ich dann umgestellt habe. Bei Führung. Und es ist ja noch schief gegangen. Deswegen, also Fellaini, da ist mir wirklich die gelbe Karte schon Dorn im Auge. Aber ich denke mal, wir können das riskieren. Haitinga, der ist relativ müde. Ist natürlich der Kapitän, also den würde ich jetzt hier ungern rausnehmen. Ja, Jelavic, ne? Also wir könnten es versuchen. Also Jelavic raus, mit einer Note 4 natürlich nicht so optimal. Sigurdsson lassen wir stehen, Fossen kommt für Jelavic dann. Quasi dann erster Wechsel für uns. Momentan fehlt für beide Mannschaften hier die Genauigkeit in den Aktionen. Aber uns kann es recht sein, also wir haben die Führung momentan noch inne. Also es muss nicht unbedingt sein, dass wir hier weiter aufs Zweite gehen. Natürlich wäre es besser, ne? Also 2-0 Führung natürlich immer besser und angenehmer und ein bisschen beruhigender. So, und jetzt kommt Jonas Gutierrez. Und das ist ein gefährlicher Mann. Johan Gabay geht auf die Bank oder auf die Tribüne oder in die Dusche, wie auch immer. So, Newcastle nächste Möglichkeit. Mit Glück gelangt der Ball in den Laufweg von Steven Defour. Gerade eingewechselt, über 30 Meter läuft er nach vorne. Passt auf Castaños, der schießt sofort, aber Fellaini kann das Ding zur Ecke ablenken. Ja, deswegen steht er da noch. Ne? Deswegen haben wir noch nicht rausgenommen. Ecke kommt, mal gucken. Ja, Ausgleich. Nach einer Ecke, es war eine kleine Chance, Junior Hoylett. Vorlage von Papis Demba Sissé. Ja. Ja, so einfach ist es, ne? Ecke Downing, verlängert von Sissé und Junior Hoylett dreht sich da um zwei Verteidiger. Naja. Können ja mal sagen, das geht so nicht, oder weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja immer noch so, dass wir unentschieden hier gerade stehen. Ist ja kein Beinbruch in dem Sinne. Also Tabellenzweiter, da kann ja nicht viel schief gehen normalerweise. Selbst wenn wir jetzt hier noch verlieren sollten, klar wäre es schade. Aber so ist Fußball, ne? Barclay. Seamus Coleman, da könnten wir es nochmal mit Miralas probieren. Dass wir ihn da reinsetzen. Also da können wir uns mal das schöne neue Bild angucken. Letztens ging das ja nicht beim FA Cup. Da war er ja gar nicht dabei. Also wirklich wieder sehr schön gemacht vom guten Grauersaut. Nur vielen Dank an der Stelle. Ja, und dann haben wir alle Wechsel hinter uns. Ja, und ich hoffe, dass es nicht noch schief geht. Knapp Viertelstunde würde ich mal sagen, mit der Nachspielzeit noch. Und wir müssen uns jetzt hier wieder ein bisschen zusammenreißen. Also wir haben 1-0 geführt. Haben das eigentlich auch relativ gut im Griff gehabt. Also Newcastle hatte eigentlich immer nur kleine Möglichkeiten. Können wir mal schauen. Statistiken sehen es hier. 6 kleine Chancen. Wir. Da ist es schon ein bisschen länger her, dass wir eine Chance hatten. 2 kleine und 2 mittlere. Ja, mit der mittleren haben wir, glaube ich, das Tor gemacht. Aber das ist schon wirklich dann ein bisschen Vergangenheit. Nächste Chance für uns jetzt. Wir kontern, aber zu umständlich. Und letztlich Matt Ritchie schießt am Kasten vorbei. Und das sogar weit, also es war kläglich. Aber es gibt die nächste Möglichkeit und die ist nicht schlecht. Mensch, jetzt lass uns hier mal liegen. Marouane Fellaini schickt Daniel Wass auf rechts steil. Der setzt sich gegen 2 Gegner sogar durch, scheitert an Tim Krul. Jelle Fossen kommt an den Ball, verstolpert, aber kläglich. Mann. Jetzt kommt Newcastle, jetzt heißt es aufpassen. Wieder eine kleine Chance. Ecke von links, wieder Stuart Downing. Da haben wir gesehen, wie gefährlich das sein kann. Gute Ecke auf den Elferpunkt. Jan Sommer kommt raus. So, wir spielen jetzt, glaube ich, die Konter nehmen wir noch dabei. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück, aber Einsatz nehmen wir hoch. Nochmal eine Möglichkeit für uns und jetzt kommt schon, Leute. Als ob sie mich gehört hätten. Wieder so spät. Also Jelle Fossen, das ist der Mann, der eben noch komplett kläglich im Mario Gomez-Stil vor dem Tor den Ball verstolpert hat. Fellaini, Weltklasse, läuft quer, schaut beim Pass demonstrativ. Fast Richtung Mittelkreis, luft den Ball an Butterweich in den Lauf von Jelle Fossen, der boxiert den Ball an Tim Krul vorbei mit der Innenseite. Absolute Weltklasse, ja, dieses Tor war unglaublich. Nachspielzeit, so schnell geht das. Und das würde heißen, das heißt es, der nächste Sieg für uns. Unglaublich, schon wieder. In letzter Minute hier die Punkte gemacht. Ne? Also genau wie gegen Manchester United
und gegen den AFC Sunderland. Also das ist momentan wirklich ein Märchen, was wir hier feiern. Gutes Spiel mit vielen Torszenen. Ja, sehen wir mal kurz die Torchancen. Also klar war das verdient, wenn man das sieht. Also 4 mittlere Chancen. Newcastle hat wirklich aus 7 kleinen Chancen halt einmal getroffen. Okay, gucken wir mal gleich rein. Nachbericht-Tabelle. Bis denn. Also ich weiß ja nicht, was die Jungs vorhaben, ob das jetzt hier zur Gewohnheit werden soll, aber wieder mal, zum wiederholten Male in den letzten Wochen, ein ganz, ganz später Sieg. Hey, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also das Spiel sah so aus, als ob Newcastle das Ding jetzt drehen wollte. 1-1 geschossen und danach nicht irgendwie aufgehört, Fußball zu spielen, sondern die haben weitergemacht. Wir haben dann auf Konter gespielt. Ich glaube, das war dann wirklich die richtige Entscheidung. Also ausnahmsweise habe ich das nicht vermasselt mit meinen Einstellungen. Also nicht aus einem guten Spiel dann wirklich einen Punktverlust gemacht. 2-1 am Ende. Und das wird langsam wirklich unheimlich. Jelle Fossen. Dem hätte ich kein Tor mehr zugetraut. Also der hat da vorne wirklich den Ball sowas von kläglich scheinbar verstolpert. Und ich habe schon gedacht, hätte ich doch bloß da den Jelavic stehen lassen mit seiner guten Form. Aber es war wieder mal der Belgier, der am Ende dann das 2-1, also wirklich dann den Sieg für uns schießt. Und eigentlich im Großen und Ganzen haben wir hier eine gute Leistung gezeigt. Also Coleman fällt ein bisschen raus von der Note her und Jelavic. Jan Sommer, schön, Note 2,5. Und auch Daniel Waste hat sich gesteigert von der 5 in der Halbzeit auf eine 3,5. Wirklich super. John Aitinga, der Kapitän, heute bester Spieler. Bei uns Note 2. Junior Heuler, der Torschütze für Newcastle. War das auf der Gegenseite, Note 3. Und wir gucken mal in die Statistiken rein. Wir wissen es zwar schon, wir haben es eben gesehen im Spiel. Also habe ich schon gesagt, verdienter Sieg. Spieler des Spiels, auch John Aitinga. Bin mal gespannt, ob der es da in die 11 des Tages schafft. Die Ergebnisse, Chelsea ist mir wirklich unheimlich. 5-0 gegen Stoke City. Ich weiß gar nicht, der wievielte Sieg ist es jetzt. Wir wollen mal gerade gucken hier. Serien. Chelsea hat die letzten 7 Spiele alle gewonnen. Seit 29 Spielen nicht mehr verloren. Ja, die sind ja ungeschlagen in der Saison, aber auch in der Vorsaison haben die da noch ein paar Spiele mit reingenommen. Also unfassbar. 66 Punkte. Das sind immer noch 5 vor uns. Wir gucken hier gerade. Aston Villa mittlerweile Dritter. Da hinten ist Kraut und Rüben hinter uns. Also von 5 auf 3 Aston Villa. Man City verliert einen Platz. Man United kommt von 6 auf die 5 und Arsenal von der 4 auf die 6. Und dann kommt Newcastle mit 44. Wenn wir das jetzt mal so festhalten wollen, also wir haben 3 Mannschaften mit 48 Punkten, wir davor mit 61, das heißt 13 Punkte sind es hier auf Platz 5 und 14 auf Arsenal, also das war wirklich Gold wert, also Arsenal hat erst 2 Punkte geholt aus den letzten 3 Spielen von 9 möglichen, die schwächeln und auch der Rest schwächelt, also Man City auch wirklich nicht wie ein Meisterschaftskandidat unterwegs in der Saison, der Pokalsieger. Und über den aktuellen Meister müssen wir gar nicht reden, Arsenal, wie schon erwähnt. Nur Platz 6, also da wird es wirklich rumoren. Liverpool verliert schon wieder. Platz 11 ist hier wirklich festbetoniert scheinbar. Die verlieren hier gegen die Queen's Park Rangers mit 2-1. Gut, war ein Auswärtsspiel, kann passieren. Fulham schlachtet die Bolton Wanderers ab mit 6-0 nach 3-0 Halbzeit. Ja, die rutschen jetzt wieder unten rein. 3 Niederlagen in Folge für den Aufsteiger. Platz 17. Ja, Fulham auch nur 12. Aber das war dann schon eine Machtdemonstration. Würde ich mal sagen. So, Deutschland natürlich gucken. Logischerweise. Nürnberg verliert gegen Köln. Das ist überraschend, weil es ein Heimspiel war. Die 3. Niederlage in der Saison. Und Köln ist ja Aufsteiger und Tabellen 16. Die haben wir, ne, Braunschweig nicht überholt, aber... Ja gut, die schnuppern jetzt wieder dran. Also Freiburg... Kann sich da noch nicht sicher sein, aber warum verlieren die denn da zu Hause? Ist ja unterirdisch. Okay, können wir mal eigentlich mal weitergehen? Ne, wir gucken noch 3. Liga, also ist ja noch die 2. Mannschaft von Nürnberg unterwegs. 4-1 gegen die 2. vom VfB Stuttgart, Platz 5 als Aufsteiger, absolut bester Aufsteiger. Aber Leverkusen die 2. auch nicht schlecht als 7. Also das ist schon nicht schlecht, was die hier machen in der ersten Saison. Wenn sie aufsteigen dürften, wäre das absolut noch machbar. Also nur 5 Punkte auf den ersten Rückstand, auch von Union Berlin, den 2. Liga-Absteiger. Okay, die stimmen. Wie man trainiert, so spielt man. Und scheinbar trainieren wir momentan sehr gut, würde ich mal sagen. Also Alan Pardew, der hat hier ein bisschen mehr zu erzählen, der Coach von Newcastle. Sind teilweise heute so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Aggressiv in die Zweikämpfe. Und Druck war nach vorne gespielt. Da hat ein bisschen die Abstimmung gefehlt, sagt er. Und Everton hat dann relativ einfach die Tore geschossen. Wir stehen am Ende mit leeren Händen da, so könnte man das sagen. Ich hätte es denen, wie gesagt, zugetraut, dass die nach dem 1-1 dann wirklich auf die 3 Punkte gehen und es auch wirklich realisieren können.
Aber natürlich gut für uns, ist nicht geschehen. Wir haben die 3 Punkte selber mitgenommen. Und da scheint dann wirklich im Moment die Sonne aus dem Hintern. Bei so viel optimaler Punkteausbeute in den letzten Wochen und Monaten, kann man eigentlich fast schon sagen. Leider keiner von uns hier in der Elf des Tages dabei. So, Mignolier ist hierbei. Das ist ein Belgier, wie ich erfahren durfte. Ich glaube, ich hatte den als Franzosen bezeichnet. Ich meine, liegt ja auch nah vom Namen her. Ich meine, Belgier sind ja sowieso dann eigentlich so ein bisschen die Franzosen 2.0 oder die Light-Franzosen. Ist das ein bisschen Mischmasch, ne? Belgien kennt man ja. Gibt es Regionen, wo dann wirklich Deutsch gesprochen wird, Französisch, klar. Wir haben ja auch ein paar Belgier dabei, um das jetzt mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Können wir ihn ja auch noch holen mit einer 80, dann haben wir dann noch mehr Belgier. Können wir bald die ganze Nationalmannschaft dann immer wegschicken, wenn die die Länderspiele haben. So, Spieler des Tages, Rochina von den Blackburn Rovers. Ja, 4 Tore geschossen, also das nenne ich mal eine Ausnummer, aber ich glaube, der Typ hier, der bekommt hier die 40 noch voll. Fernando Llorente, 34 Tore insgesamt, heute wieder 3 geschossen für den FC Chelsea. Wollen wir mal gucken hier, 5-mal nominiert worden, 6-mal Spieler des Spiels. Aber auch hier Bale und Cointreau sind da immer auf den Fersen, auch beide 5-mal nominiert worden. Sigurdsson 4-mal, Jelle Fossen 4 und auch Ross Barkley 4-mal. Also wir kommen da schon. Ich würde sagen, 3 Spiele und nur in den Top 10, das ist schon ordentlich. Teamleistung. Ja, nicht ganz optimal, 3,14. Wenn wir uns mal Fulham angucken, 2,23. Das ist nicht das, was wir mal... Ich glaube, wir hatten 2,18 als absolut Bestes hier überhaupt mal im Let's Play gehabt mit Everton. Da kommen die nicht ganz hin, aber das war schon Wahnsinn. 6 Tore gemacht, 15 Chancen kreiert. Also die hätten da, glaube ich, auch jetzt hier... sich die Tore besser aufgespart für die nächsten Spiele. Besser dann 3x 2-0 gewinnen als einmal 6-0, aber wem sage ich das? Mal gucken, ob die die Form mitnehmen können. Beste Spieler, Llorente, der hat 15 Tore mehr als der zweite in der Torschützenliste. Also fast doppelt so viel. Also wenn ich jetzt hier irgendwie als Monaco wäre oder Paris Saint-Germain oder von mir aus auch Man City, dann hätte der, glaube ich, schon längst ein Angebot auf dem Tisch. Obwohl er schon 31 ist, aber... Der zeigt, dass man wirklich auch in dem Alter noch absolut auf der Höhe sein kann. Wahnsinn. Ja, Jelle Fossen auch wieder ein Tor gemacht. Steht jetzt bei 18. Also der kann wirklich hier noch unter die Top 3 kommen. Und dann am Ende dann wirklich die... Ne, bronzene Kanone gibt es ja nicht. Aber er könnte zumindest das imaginäre Treppchen dann vervollständigen. Ja. 5 Spieler unter den Top 6 von Chelsea. Und dann kommt Sigurdsson auf der 7. Jan Sommer auf der 11. Also ich glaube, wenn Chelsea hier kein Meister wird, dann ist es unverdient. Also die sind wirklich überall on top. Nur hier nicht, beim Fairplay, aber ich glaube, da verzichten die ganz gerne drauf. Wir haben gerade mal 12 Punkte, sind 9 weniger als Stoke City, die Zweiter sind. Also wir sind wirklich sehr fair und dabei erfolgreich. Also ich glaube, schöner kann man es nicht haben. Gut, können wir eigentlich mal in die nächste Woche starten. Und sehen hier erstmal ein Nilpferd, was Fan vom AFC Sunderland ist. Seit 5 Spieltagen auf dem 8. Platz mittlerweile. Ja, das ist nicht ganz schlecht, aber nicht richtig gut. Europäisches Geschäft natürlich damit nicht unmittelbar in Reichweite. So, Juventus gewinnt hier im Achtelfinale der Champions League 1:0 in Moskau. Arsenal, ja, ich glaube, die hatten einfach ein schlechtes Spiel, weil die Champions League anstand. In Lyon gewonnen mit 3:1. Ich glaube, das ist dann fast schon das Ticket fürs Viertelfinale. Benfica und Paris Saint-Germain, die trennen sich 2:2. Genauso unentschieden, oh, Bayern gegen Man City, 0:0 in München. Also da hat, ja, ich würde sagen, City natürlich die leicht besseren Karten. Und Liverpool, die können auch nur Europacup, ne? In der Liga sind die wirklich absolute Oberkrotte. Aber dann hier, wenn es um den Champions League-Pokal geht, 5:2 in Valencia. Also 5 verschiedene Torschützen haben sich da wirklich abgesprochen. Wahnsinn. So, mal gucken, wir haben den Donnerstag noch. Ich wollte es gerade sagen, da können wir mal schauen, was hier die englischen Mannschaften oder deutschen Mannschaften in der Europa League noch machen. 3. Runde, die ist jetzt quasi beendet. Galatasaray kommt weiter gegen Ajax. Haben beide Spiele hier gewonnen. So, Kiew gegen Sunderland. Das macht Sunderland im Rückspiel ganz klar hier sicher. 3:0 gewonnen gegen Kiew. Ja, Beşiktaş, das war wirklich Minimalistenfußball. 1:0 im Hinspiel hat gereicht. 0:0 im Rückspiel gegen den AS Rom. Herrenwehen kommt weiter ganz locker gegen AEK Athen. Genauso wie die Gladbacher, sehr schön zu sehen hier. 3 Tore von La Soga, dem Ex-Arsenal-Spieler, gegen Malaga, also wirklich überragend. Ja, das ist die Überraschung. Chelsea, die wirklich alles in der Premier League wegschießen. Llorente trifft wieder, es reicht aber nicht.
Gegenstarterin aus Frankreich, weil das Hinspiel eben 2-0 verloren wurde. Naja, das ist natürlich dann für den englischen Fußball nicht so gut, wenn die da die Punkte nicht mitnehmen. Für die 5-Jahres-Wertung. So, Genua gegen Sporting. Das entscheiden nachher die Portugiesen für sich. 2-1 am Ende in der Addition. Udinese kommt weiter gegen Lokomotive Moskau. Also die russischen Vereine. Ja. Weiß ich gar nicht. Nee, ZSKA war, glaube ich. Oder habe ich mich jetzt hier verquatscht? Ich glaube, da ist ZSKA. Die habe ich doch gesucht. Habe gedacht, hier waren doch zwei russische Mannschaften. Aber erstmal Atletico noch. Die kommen weiter gegen Sampdoria aus Italien. Ja, ZSKA natürlich, oh Mann. 7-1, auch das Rückspiel gewonnen zu Hause gegen Sporting Praga. Was eine Klatsche. Ehemalige Kölner, Zoran Tosic, können wir hier sehen. Hat ein Tor gemacht, hat aber nicht gereicht. Hat doch gereicht, also er spielt ja bei ZSKA, nicht bei Praga. Also der hat es quasi auf den Weg gebracht. Leicht verwirrt ist er wieder, der Baumi. Aber er versucht sich zusammenzureißen. So, Bilbao kommt auch weiter. Knapp weiter gegen Rapid Wien. Tottenham, ja, das ist knapp geworden. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Die haben ja das Hinspiel verloren in Gent, aber haben 2 Auswärtstore gemacht und das war wirklich der Schlüssel am Ende. Nach Auswärtstoren gewonnen, weil sie das Rückspiel 2-1 gewinnen. Das heißt, Gent nur 1 Auswärtstor im vorigen Spiel, Tottenham 2 Auswärtstore und das war es dann letztendlich. Baktaş macht ein Tor in der 71. Also er entscheidet es quasi dann für Tottenham. Sevilla kommt auch relativ mühelos weiter gegen Anderlecht, 5-3. Dortmund, die können es noch umbiegen. Sehr, sehr schön gegen Panathinaikos 3-0 im Rückspiel. Ja, Tore von Lewandowski, Großkotz und Julian Schieber. Nürnberg kommt auch weiter. Das habe ich ja vorher schon eigentlich quasi abgehakt gehabt, dieses Spiel. 4-1 im Hinspiel auswärts in Zürich und dann 3-3 nur zu Hause gegen Zürich. Ja, Baumgartlinger, der ehemalige Mainzer, macht hier ein Tor. Und Sebastian Polter schon wieder getroffen. Also scheint so, dass Matosch so ein bisschen abgemeldet ist da. Erst hat ihm quasi Baktaş vor der Nase gegangen. Der wurde verkauft und jetzt ist es anscheinend Polter. Ist nicht einfach für einen Weltfußballer, einen ehemaligen. Aber da muss er durch. So, und der letzte, der es hier klar macht. IFK Göteborg gegen Maccabi Haifa. Und wir gehen jetzt dann wirklich in die Woche. Also es ist ja wieder sehr viel gewesen hier. Schauen wir mal, was jetzt hier noch für uns so quasi auf dem Plan steht vor dem nächsten Spiel gegen die Queen's Park Rangers. Erstmal, das Stadion ist endlich fertig. Ausbau abgeschlossen. Damit heißt es, haben wir, glaube ich, diese blöden VIP-Logen endlich fertig, damit wir die alten dickwampigen Säcke da nicht reinstopfen können von den Sponsoren, dass sie endlich mal zufrieden werden. Ja, die Form der Queen's Park Rangers, QPR, wie man so schön sagt in der Kurzform, die ist nicht schlecht. Die Saison ist eine Katastrophe gewesen, aber die letzten Spiele, die Form, die ist gut. Also nicht unterschätzen. Das wäre, glaube ich, das Schlechteste, was wir machen könnten. So, Topspiel ist ganz klar Arsenal zu Hause, der Tabellensechste gegen den FC Chelsea, die ich hoffe noch ein bisschen angeschlagen sind über das Aus im Europacup. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, ihr bestimmt auch nicht. Ja, Newcastle gegen Aston Villa. Also hier sind wieder Topspiele unterwegs. Die sind nicht dabei, aber es ist auch kein Wunder eigentlich. So, Mannschaft mal gerade schauen. Wir haben Haitinga mit einer drohenden Gelbsperre. Wenn er noch eine Karte bekommt, dann ist er erstmal raus fürs nächste Match. Das wäre natürlich eine Katastrophe, ne? Also wir haben ja gegen Chelsea danach am 28. Spieltag das Spiel, auswärts. Das wäre natürlich nicht gut. Und deswegen würde ich mal sagen, wir können den aber nicht draußen lassen. Der hat eine Form von 14. Kann ich nicht machen. Ich hätte sonst Ecki da reingestellt. Ach, das kannst du ja nicht machen. Also, ganz ehrlich, den jetzt rauszutun, dann weiß natürlich dann genau, dass du es schuld bist, wenn es dann letztendlich schief geht. Weil du den Kapitän da rausgelassen hast. Das kannst du nicht machen. Auch wenn der Gegner natürlich nur, in Anführungszeichen, Queen's Park Rangers heißt. Aber wir müssen natürlich immer wieder noch drauf gucken, dass wir Punkte machen. Und nicht, dass wir am Ende dann noch eingeholt werden und tot ärgern. Neuer Jugendspieler entdeckt. Mark Partington. Der ist 14, hat 43er Stärke. Ich gucke mir den mal an. Ich glaube, das ist nicht so der Überflieger. Der hat 3 volle Talentsterne, vielleicht für die zweite, also für die B-Jugend könnte das, man weiß ja nicht, wie der sich entwickelt, kann ja sein, dass es positiv ist. So, Fossen hat die nächste Erfahrungsstufe, Skandalsprache funktioniert. Tomohiko Nishi lehnt leider das Angebot ab, was wir ihm gegeben haben, was nicht so schlecht war, fand ich, für einen Torwart, der dann wirklich dann zweite Mannschaft spielen soll oder auf der Bank sitzt, einfach als Backup. So, Southampton gegen Everton, das gibt's in der B-Jugend. Dieses Duell in der Liga nicht, in der richtigen, die sind ja nur Zweitligist. Sehr schön, 3-1 gewonnen. Paul Henry, da müssen wir das
Trainingsziel mal anpassen von den Wallys. Da kann man gerade stehen lassen, ist das Schlechteste bei dem. Matt Ritchie, der Torschütze zum 1-0 gegen Newcastle. Der hat sein Dribbling hier erfüllt quasi. Dann machen wir das mal weiter mit Beweglichkeit, würde ich sagen. Scouting abgeschlossen von Juan Quintero auf Stufe 6. Aber da sieht man schon, die 80 ist mittlerweile weit weg, aber das war ja eigentlich klar. Sean Porter, mal gucken, hat er Trainingsziele? Hat er. Ich habe das hier irgendwann mal offscreen eingestellt, hatte ich ja auch gesagt. Das wäre nämlich dann wirklich zu viel gewesen, wenn wir das alles dann quasi hier im Let's Play gemacht hätten. Okay, mal gucken gerade. Vielleicht, was seht ihr? Also gut, Stammspieler, das kommt jetzt demnächst. So, Ecky. Okay, den will ich nicht wegschicken. Oviedo. Im Moment ist es ein bisschen doof. Also körperlich stärker werden. Was sagt denn die zweite Mannschaft? Von der Punktzahl sieht es sehr mies aus. Körperlich stärker werden, Notnagel. Ich denke mal, ein Gespräch machen wir noch. So, körperlich stärker werden. Wir haben ja noch dann das Spiel gegen die Queen's Park Rangers da. Ja, jetzt haben wir es wieder ein bisschen kuriert, würde ich sagen. Auf unter 100 minus. Klingt zumindest nicht mehr ganz so schlimm. Ich will mal ganz kurz nach Österreich gehen. Hab da nämlich einen Tipp bekommen. Also, da haben wir ja natürlich auch logischerweise Mitarbeiter. Wir haben 6 Scouts. Und ich habe anscheinend hier nicht eingegeben, dass die hier mal scouten sollen. Scouts, also die machen ja gar nichts, hier seht man es. Die haben überhaupt nichts hier zu tun. Da müssen wir mal gerade gucken. Also theoretisch könnte ich sagen, allgemeine Scouting eine Mannschaft beobachten, permanent. Wir haben ja 6 Scouts. Ich würde sagen, einer, der kümmert sich hier dann wirklich mal. Österreich erstmal suchen hier. Ist das ganz unten? Genau, weil es ein Ö ist wahrscheinlich. So, Bundesliga. Ich würde sagen, wir machen das mal anders. Also, der hier soll von allen die erste Mannschaft scouten. Das ist ja eigentlich relativ wichtig. So, der nächste. Mannschaft beobachten, permanent. Das ist relativ einfach, weil ich weiß, wo es ist. So, Bundesliga, der macht dann mal die zweite Mannschaft von den Bundesliga-Teams. Das wird es haben. So, okay, da machen wir das auch. Genauso weiter. Österreich. So, da kommt jetzt A- und B-Jugend. Ich würde mal sagen, das. Ne, wir können das auch teilen. Der macht die A-Jugend. Hier der. Der Clown hier. Der nächste. Der macht dann die. Ich hoffe, habe ich A-Jugend gemacht oder B-Jugend? Ja, ich denke mal, wir machen dann. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass es stimmt. Ich denke schon. So, und bei denen hier. Da müssen wir mal gucken. Allgemeines Scouting. Der soll mal wirklich dann in Land, Österreich, Nationalität. Also, wir können theoretisch machen. Also, Land kann ich irgendwie alle machen oder so. Ne, dann lassen wir mal Österreich stehen. Nationalität Österreich. Liga alle. Und ja, ich denke mal, dass wir hier irgendwie mit einer 61 anfangen müssten. Dass der uns die mal scoutet hier. 15 bis 45. Permanent beobachten. Ja, da machen wir alle. So, und jetzt weiß ich nicht, was wir hier noch sonst machen könnten. Spieler beobachten, allgemeines Scouting. Ich denke mal, dann könnten wir höchstens noch hier in Deutschland mal. Da sind ja auch sehr viele Österreicher unterwegs. So, Nationalität Österreich. Na komm schon. So, und dann machen wir ja auch die 61. So, und dann kann der das auch permanent machen. Und dann sieht das doch schon sehr gut aus. Dann werden die uns da mal gute Einblicke geben, nehme ich mal an. Für die nächste Nominierung. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der nächste Länderspieltermin? Das kann ja eigentlich nur irgendwann im März sein. Mal kurz gucken. Da ist das Finnland-Spiel. Ja, da am 24. März ist noch ein bisschen hin, also gegen Israel. Also noch alles hier sehr unakut. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ob es mittlerweile im neuen Duden steht, aber wenn nicht, haben wir es einfach mal erfunden. Ja, Karriere. Da will ich ja endlich der blöde Kapitän werden. Schiffstaufen und Hochzeiten, was soll das denn sein hier? Ich muss an einem Kurs teilnehmen. Ja, ich habe den Geburtstag von Martha vergessen. Das ist also nicht nur ein Phänomen in der Wirklichkeit, sondern auch hier im Let's Play. Gehen wir mal essen. Als Entschuldigung, ich hoffe, das funktioniert, aber die ist ja sowieso immer glücklich. Also selbst wenn da irgendwo ja, eine Granate unterm Haus explodieren würde und die halbe Bude da weggerissen ist, ich glaube, die wäre immer noch glücklich. Die ist, glaube ich, schmerzfrei. Ja, wir gucken mal gerade in den Kalender rein. Wir können ja noch, ich würde sagen, nach dem Chelsea-Spiel, wir versuchen mal hier eine Autogrammstunde zu machen. Einfach mal ein bisschen die Fans und so weiter ein bisschen. Obwohl, die sind ja zufrieden. Das ist ja einfach nur, ich glaube, die hier sind's. Ich glaube, das hier ist einfach das Problem. VIP-Logen geht noch nicht. Da müssen wir anscheinend noch warten, bis die Dinger freigegeben werden. Bestimmt noch irgendein Architekt seine Pfoten im Spiel. So, 1000 Freikarten, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Infrastruktur können wir wieder. Bisschen was machen. Da haben wir Baubudget noch 1,3 Millionen. Ich frage mich nur, will ich irgendwas ausbauen? Weil, ja, das Geld, ihr habt es ja gesehen, nur noch knapp 10 Millionen Bargeld. Das können wir nicht. Trainingszentrum müssen wir da ausbauen. So, Jugendzentrum, Level 8, das haben wir hier. Level 8, also das sieht schon mal sehr gut aus. Das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Vielleicht die Trainingsplätze, Fitnessparcours. Den könnten wir. 450.000, das bringt doch keinen um, würde ich sagen. Das reicht dann erstmal. Okay. Dann stellen wir doch mal die liebe Mannschaft auf. Ich würde sagen, Jelle Vossen von Beginn. Die sollen sich jetzt alle für Chelsea hier warm schießen. Mirallas. Würde ich gerne heute mal sehen. Ja gut, es sind zwei Punkte, aber Coleman war ja mit einer 4 nicht so gut. Es war einer der Schwächeren auf dem Platz gewesen. Gegen Newcastle, deswegen wechseln wir das mal ein bisschen. So, Oviedo darf heute mal draußen bleiben. Dafür kommt Brooks mit auf die Bank. Ja, Shawcross, der muss wieder fit werden. Der hat immer noch diese Form von 9, die ja so ein bisschen noch über ihm schwebt. Die Taktik, wir gucken mal. Ich versuche das nicht so hoch zu halten ganz am Anfang. Wir probieren das mal ein bisschen weniger. Das hier sieht gut aus. Im Vergleich, na, auch wieder diese schöne 4-4-2, diese klassische Aufstellung. Granero bereitet am meisten Tore vor. Dann machen wir das auch wieder so, dass er hier die schöne Sonderbewachung bekommt. Er ist quasi heute dann der... Das Schneckenhärchen, diese umfunktionierte, ja, Kriminellenkette hier. David Ngoc ist der beste Torschütze bei denen. Was hat denn der für ein Torriecher? 84, nicht so schlecht. Josie Altidore, der hat schwache Nerven. Das war ja auch damals der Grund, warum der Barney die nicht gekauft hat. An der Stelle mal einen schönen Gruß rüberschicken. Ja, ein Einzelspieler, schwache Nerven, eigentlich schlimmer geht's nicht, also für einen Stürmer. Torriecher aber auch 81, also nicht unterschätzen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Die Mannschaft hat Qualität. Ich würde eher mal sagen, vielleicht nicht über die Seite hier. Johannes Vandenberg, ehemaliger Düsseldorfer, ehemaliger, ich glaube, Gladbacher war der auch. Und Adam Johnson. Ich würde mal sagen, wir versuchen das heute mal über die rechte Seite und über die Mitte natürlich. Bin ich gespannt, wie wir das regeln. Machen wir auch im Textmodus, ganz klar. Danach Chelsea ist ja dann logischerweise das Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, ganz klar 3D-Spielen. Ja, würde ich sagen, ich freue mich trotzdem auch erstmal auf das Queen's Park-Spiel. Mal sehen, ob wir die gute Form, also die Siegesserie, da weiterführen können. Bis gleich.